Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Bioshock Remastered. Bewertet den Part und viel Spaß! Lalalala. Hacken! Okay, der muss hier unten hin. So. So. So und. Hatte ich so eins nicht? Ja. Fertig. Ah, zum Glück, okay. Schön. Jetzt kann ich mich hier frei bewegen. Also. Zumindest unten. Hängt die in der Wand? Wie? 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 Ein Parasit treibt sich herum. Wir bauen unsere Stadt wieder auf. Doch die Zweifler schicken jemanden her, der unsere Arbeit sabotieren soll. 1000 Adam für denjenigen oder diejenige, die ihn zur Strecke bringt. Wo ist deine Hand? Akzeptiere ich so. Ja, ich sehe da auf dem Boden das gelbe Zeug. Setze Objekte und Kreaturen in Brand, je öfter du es einsetzt, desto mehr Schmerzen fügt es zu. Ab 12 Jahren aufwärts. Bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zur Weißglut. Vorsicht, Feuer breitet sich aus. Burn! Burn! Alle Wege in Rapture führen zu Rhyme. Das Sicherheitssystem, die Splicer, die Big Daddies, die Little Sisters. Erreichert die Luft hier mit Duftstoffen an. Die werden Pheromone genannt. Dadurch tanzen sie alle nach seiner Pfeife. Ich will immer noch wissen, wie. Aber na gut, akzeptiere ich so. So, was ist das jetzt hier? Ich hab hier irgendwie... Nee, ich kann doch... Hab ich nicht... Wo mache ich das denn? Nirgends. Okay. Ich kann das alles selber nicht einstellen. Okay. Von hier komme ich, ne? Genau. Hallo? Oh, Patronin. Schön. Was haben wir hier? Verbandskasten. Eine Säge. Ich will die Säge. Hier ist nichts mehr. Okay. Da ist nichts im Schrank. Hier ist auch nichts mehr. Ist ein heißer Dampf oder so. Ja, gut. Alles klar. Ach, hier komme ich wieder runter. Hä? Brauch ich nicht. Muss ich wieder runter? Scheint so, ne? Okay. Klar, irgendwo kann ich oben jetzt wahrscheinlich irgendwas abfackeln, oder? Nee, hä? Ich muss wieder zurück, aber ich konnte hier gerade irgendwas nehmen. Achso, ja, Ofen. Okay, ich kann wieder zurück. Ich muss wieder zurück. Oh Leute, wo kommst du denn her? Ah.
Okay. So, Moni und so haben wir eigentlich genug. Ich brauche ja momentan nichts. Dank der Möglichkeiten genetischer Veränderung ist Schönheit nicht länger ein Geschenk oder ein Wunschtraum. Sie ist eine moralische Verpflichtung. Zwingen wir etwa die Gesunden, bei den Infizierten zu leben? Mischen wir Kriminelle mit Rechtschaffen? Oh, hallo? Also, warum dürfen dann die Gewöhnlichen die Welt der Schönen betreten? Hallo? Hey! Hier drüben! Hallo! Tschüss! Alles klar! Warum haben wir zwei Augen? Gibt es ein Gesetz, das uns dazu zwingt? Ich bin noch nicht fertig! Ich bin nicht fertig! Das wollte ich nicht. Einen Weg in die Chirurgie finden. Damit zu Steinman. Umut. Gott mag keine Drückeberger. Das Bleister lässt es krachen wie an Silvester. Es ist nicht leicht, hier unten an Sprengstoff zu kommen. Aber wenn du ein Telekinese-Plasmid in die Finger kriegst, könntest du diese verdammten Brandbomben fangen und sie ihm wieder an den Kopf werfen. Oder sonst was wegspringen, das dir im Weg steht. Alles klar. Finde Telekinese. Mache ich nicht. So, erstmal ein bisschen was geöffnet. Oh, kacke, das ist alles ein bisschen schlecht. Das bitte. Das bitte. Das, das. Das. Hatte ich nicht noch? Ja, da. Zack. 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 Abgeschlossen. Ich nähere mich keiner, Little Sister. Keine Angst. Brauche ich alles nicht, ne? Nee, momentan brauche ich nichts. Das heißt, wir gehen wieder zurück. Ich höre sie immer noch. Hier kann ich nicht hin. Noch weiter zurück. Okay. Das wird der neue Annie-Skin. Ja, hoffentlich. Ganz ehrlich. Dass sie das nicht so als, also anstatt Hextech Annie oder so, ne? Hätten die safe sowas nehmen können. Das wäre viel geiler gewesen. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ich weiß, dass der Medical Pavilion dein Revier ist, Steinman. Aber streng mal deine grauen Zellen an. Das Meerwasser ist arschkalt. Wenn die Rohre nicht beheizt werden, frieren sie ein. Und wenn sie einfrieren, platzen sie. Und wenn sie platzen, gibt's den Rapture-Wassereinbruch. Mir ist schon klar, dass du ein ziemlich eingebildetes Arschloch bist. Und ehrlich gesagt, ist es mir auch schnurzpiep egal, was du machst, wenn keiner hinguckt. Aber wenn Rapture anfängt voll zu laufen, hört der alte Kasten so schnell nicht wieder damit auf. Und dann werde ich Ryan persönlich davon unterrichten müssen, dass er das dir zu verdanken hat. Schrotflinte! Ja! Billiger kleiner Niemand! Lauf nur, du bist minderwertig! Ein nicht für den Besuch. Oh, läuft! Geh weg! Ja klar, die ist kein One-Shot mit der Schrotze. Kann ich jetzt mal bitte nachladen? Danke. Eine Schrotflinte! Ich liebe Schrotflinten! Ah, geil. Schrotflinten sind die geilsten Waffen, ey. Erstmal überall lang gucken, wo ich nicht lang soll. Oh, ja, ich komme hier auch gar nicht rein. Doch, so.
Bandagen. Nichts. Bandagen. 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 Ich gehe mal den anderen Weg. Toxisch, septisch. Digga, du bewegst dich zu viel. Meine Güte. Ich nehme die Schrotze. Musste ich genetische Versuche an anderen Häftlingen durchführen. Sie nannten mich das Wunderkind, die Deutschen. Sie konnten nur an eins denken, an blaue Augen und die Form der Stirn. Mich interessiert nur, warum der eine stark geboren wird und der andere schwach. Der eine schlau und der andere dumm. Bei den ganzen Morden, die die Deutschen verübt haben, sollte man doch meinen, dass sie wenigstens etwas Nützliches erforscht hätten. Ha! Der war gut. Was? Ja, ich heile mich einmal. Versuch mit Charge Nummer 23, Dr. Su Shon. Kunde, Fontaine Futuristics. Guter Fortschritt mit dem Telekinese-Plasmid. Hochheben von Objekten aus der Entfernung, kein Problem. Objekte durch den Raum bewegen, kein Problem. Aufhalten eines Projektils ist nicht möglich. Es ist aber möglich, ein sich schnell bewegendes Objekt zu fangen und zu werfen. Das Problem ist nicht das Plasmid. Das Problem ist die Reaktionszeit. Su Shon kommt gerade die Idee für ein neues Plasmid. Alles klar. Du keine Slots mehr. Du musst ein Plasmid ersetzen. Du kannst mehr Slots an einem Gather Garden kaufen. Ich ersetze mal das hier. Bewerfen Sie Ihre Gegner mit Objekten. Ja, fangen Sie Granaten auf und werfen Sie sie zurück. Juhu! gedrückt, um Objekt zu greifen. Los, um zu werfen und drücke V, um fallen zu lassen. Cool. Oh. Okay, cool. Tot. Okay, ich will jetzt aber noch mal. Hier rein. Entschuldigung. Ich stehe über dir. Wo ist meine Puppe? Okay. Wo bin ich? $19 Autohacker. Panzerbrecher. Achso, ja, stimmt, wir haben ja Autohacker, ne? Das kann man ja. Stimmt. Ich wüsste gern, wo ich bin. Ah! Okay. Gut, dass ich das gerade ausprobiert habe. Ich war mir erst nicht sicher, ob das. Neues Tonikum!
Tempo-Hacker ist das beliebteste Produkt der Hexmacht-Produktreihe. Okay. Mehr Zeit. Hä? Huhu! Manchmal tut mir diese arme Irre leid. So wenig. Sie ist zufrieden mit ihren Tanks voller Adam. Sie verbessert, justiert und optimiert nur. Ich muss Dinge erschaffen. Adam ist die Leinwand der genetischen Modifikation. Plasmide sind die Farbe. Alter, wo kam der gerade her? Heilige Kacke. Kann ich hier durch? Muss ich irgendwie von woanders lang, aber ich glaube, das ist nochmal auf. Okay. Leute, wir machen jetzt aber gleich mal eine kurze Pause. Ich gehe noch eben zurück. Hier lang. Ja. Von hier komme ich, genau. Aber was war hier? Arsch. Ich darf gerade was glänzen sehen. Ja, da unten. Danke. Digga, du hast einen Headshot gekriegt, du bist tot! Kennt ihr das damals, als man als Kind oder sowas gespielt hat? Ich hab dich getroffen, du bist tot! Bumm! Der Schrotze ins Gesicht und er stirbt einfach nicht. Das ist nicht zu glauben, Alter. Nicht zu glauben. Speicher nicht vergessen. Ja. Mach ich gleich. Ich geh jetzt noch schnell hier in den Raum rein. Snack mir hier alles. Neues Tonikum. Ranch Jockey lässt ihren Oberkörper anschwellen, wodurch die knüppelartige Waffen mit beispiellosem Geschick und unglaublicher Kraft führen können. Hä, wieso kann ich denn... Aber irgendwie ist das nie ausgewählt, oder? Na egal. Gut, wir speichern einmal. Und dann machen wir einmal eine kurze Pause. Alles klar. So, wo waren wir? Ich muss wieder zurück. Hey! Burn! Einfach so von hinten in den Arsch gebrannt, Alter. Ah, das hört sich nicht gesund an. Hacken erfolgreich. Wir müssen hier gleich schnell wieder raus, ne? Oh lol!
Habe ich hier alles? Ich hoffe, ich habe hier alles. Nein! Hätte ich mal mein Thunder noch dabei. So Leute, das war's erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.